Wir sind wieder da. Die Weltwirtschaftskrise macht uns natürlich auch zu schaffen. Wir haben wenige Fahrzeuge bekommen zum Vorzustellen, also keine Neufahrzeugen. Die neuen Modelle wie Bronco, Raptor oder Lightning, Ford F-150, auf die Autos haben alle gewartet. Oder der neue Hammer, GMC Hammer, Elektro. Es ist bis heute kein Fahrzeug angekommen von diesen besonderen Autos. Darum haben wir uns auch nicht mehr gemeldet. Aber jetzt geht es wieder los. Die Krise macht uns natürlich richtig zu schaffen. Ukraine, da kommen keine Kabelstränge, Metalle wie sonstige Materialien fehlen. Die Corona-Krise war natürlich jetzt auch ein Wahnsinn. China war zu. Chevrolet hat keine Chips bekommen. Das heißt, das Corvette-Werk war wieder zu. Wir haben sehr viele Vorbestellungen, wo natürlich die Kunden auch nicht begeistert sind, dass die Fahrzeuge kommen. Aber bei General Motors kommen die Fahrzeuge. Sie haben halt eine Verzögerung von 12 Monaten. Die Fahrzeuge, wo wir bestellt haben und den Kunden bestätigt haben, sie sind auch unterwegs. Aber in der Zeit haben wir natürlich unsere Geiger-Corvette fertig gebaut. Aerodynamik-Kit, Spoiler vorne, Spoiler hinten. Wir haben 19, 20 Zoll, 20, 21 Zoll KW-Fahrwerk drin, eine AP-Bremse. Wir haben auch jetzt die Sicherheitsgurtstrebe für Hosenträgergurte fertig. Wir haben die Domstrebe vorne und hinten. Das Auto geht jetzt noch einmal auf den Test und die Bremse wird geprüft. Und dann ist das Fahrzeug komplett fertig und wir haben tatsächlich, können alles mit Gutachten belegen. Also man muss nicht mit irgendeinem Auto rumfahren, wo das Ganze nicht richtig eingetragen ist. Es ist tatsächlich getestet und wir haben auch fast ein Jahr gebraucht, bis wir die ganzen Abnahmen durchgehabt haben. Aber jetzt ist es so. Die Lieferzeit ist 12 Monate. Der Grundpreis geht los bei 89.000. Wir haben inzwischen fast alle Bauteile am Lager. Wir haben sie produzieren lassen, also von der Domstrebe, Spoiler, Räder, Bremse, Fahrwerk. Wir können alles liefern und das alles mit TÜV. Und ja, jetzt hoffen wir, dass bald die Autos kommen, weil dann können wir unsere schönen Teile natürlich auch verbauen. Dann haben wir halt schon unsere schönen Eigenbauten auch in Ausstellungsraum gestellt. So zum Beispiel wie die ACR Viper von der Nordschleife. Kennt man ja aus der D-Max-Sendung und hier unsere Corvette Emma. Der Ausstellungsraum wäre eigentlich dann so ziemlich leer. Hier steht noch ein Golf GT, auch eine Rarität, hat Carbonfelge, eigentlich ein einzigartiges Auto. Hier haben wir wieder mal einen Mustang Mach 1 ergattert. Sind eigentlich auch schon Raritäten, die Produktion Mach 1 ist eingestellt, also wir suchen dann europaweit Neuwagen oder mit leichten Kilometern suchen wir die Fahrzeuge zusammen, dass wir überhaupt noch irgendwas dastehen haben. Und hier haben wir natürlich unser Schnäppchen für 1,6 Millionen, ein McLaren. Vielleicht findet sich ja auch hier mal ein Käufer, weil dann könnte man wieder mal ein amerikanisches Auto hinstellen. Hier haben wir einen gebrauchten Challenger. Das ist ein Widebody Hellcat, Gebrauchtwagen, Neuwagen, stehen in Bremerhaven, kann sein, dass wir die bald bekommen. Dann hier ein gebrauchter Mustang, ein Fastback GT V8. Von diesen Fahrzeugen, das ist ein Challenger SXT mit einem kleinen 3,5 Liter Motor. Da haben wir einige im Vorlauf und zwei sind schon im Lager. Da stehen die beiden gute Stücke. Dann der Brawler haben wir auch noch und dann natürlich ein komplettes Fremdfabrikat, ein BMW M2, den haben wir in Zahlung genommen. Auch ein wunderschönes Auto im guten Zustand, da findet sich bestimmt auch bald ein Käufer. Dodge Charger Scatback, 6,4 Liter Hubraum, da haben wir zwei Fahrzeuge in Schwarz und dann natürlich so unsere Raritäten, ein Chevrolet 3100 Cameo, auch im guten Zustand. Ein Fehler hat er, es ist ein Sechszylinder, aber in der heutigen Zeit muss man ja Energie sparen. Dann ist vielleicht auch gut, man hat nur einen Sechszylinder. Das ist das gute Stück, kennt man auch aus der D-Max-Sendung. Samba-Bus,
Baujahr 65, mit Faltdach, Sitze, also hier kann man mal schön am Gardasee fahren, ist in einem guten Zustand und das VW-Museum hat auch bestätigt, dass es ein originales Auto ist. Die Erstauslieferung war in New York. Technisch haben wir ihn soweit überholt, also man kann tatsächlich reinsteigen und fahren. Hier haben wir natürlich auch noch eine VW-Käfer-Rarität mit Porsche-Technik drin. Ist super schön hergerichtet, hat der Freund von uns gemacht, also ist technisch gut, die besten Teile eingebaut. Bin jetzt kein VW-Spezialist, aber der Peter gibt euch bestimmt Informationen. Das Auto ist richtig gut, hört sich gut an und macht auch Spaß. So, 64er Corvette, super guter Zustand, Frame abrestauriert, kriegt jetzt eine neue Stoßstange, dann ist das Auto top. Wir haben jetzt ein Jahr auf Stoßstangen gewartet, die sind jetzt endlich gekommen. Also das ist die letzte C2, was ich habe, kostet 89.000. Mustang, Baujahr 67, Cabriolet 289er Motor mit Automatikgetriebe. Die haben natürlich damals schon ein hydraulisch-elektrisches Verdeck gehabt. Ist im guten Zustand, es ist kein Einser-Zustand, ich würde sagen 2 plus. Bin schon gefahren damit, der fährt schön und kostet 43,9. So, und jetzt können wir noch ein Stockwerk tiefer geben, weil viel mehr Autos haben wir nicht mehr da. Dann machen wir das mal. So, hier gibt es natürlich auch schon Lücken. Wir haben vor einem Jahr einige Chips bestellt, die jetzt auch kommen. Die erste Lieferung sind Rubicons mit dem 3 Liter Dieselmotor. Die 3,6er Benzinmotoren, die kommen jetzt in Kürze. Die ersten zwei sind jetzt gekommen, aber die Autos sind sehr teuer, weil sie voll ausgestattet sind. Dollarkurs spricht auch nicht für uns und so ein Auto kostet 95.000. Aber voll ausgestattet, absolute Rarität und der 3 Liter Dieselmotor ist der Hammer. So, in unserer Raritätenkiste steht natürlich auch ein H1, Baujahr 87 mit dem 6,2 Liter Saugmotor. Fahrzeug ist von einer Privatperson komplett restauriert worden. Neues Verdeck, neue Sitze, neue Technik, schöne neue Reifen drauf. Also das Auto ist im Top-Zustand, haben wir auch am Lager. Kostet 45,9. Das ist einer der ersten, wo richtig gut ist. Also ich fahre auch selber mal ab und zu eine Runde. Cooles Auto. Kauft man sich jetzt ein Wohnmobil oder kauft man sich eine Wohnkabine mit einem Pickup, der dazu passt, auch mit einem 3 Liter Dieselmotor? Ist natürlich auch kein Schnapper, ist eine Voll-Carbon-Kabine, voll umgebautes Auto, aber wir werden in den nächsten 2 Wochen ein komplettes Paket anbieten mit einem Serienauto, was auch die ganze Lasten verträgt, mit geänderter Bremse, alles, das stelle ich in Kürze vor und zeige euch auch, wie die Kabine montiert wird und wie sie fährt. Machen wir die nächsten 2 Wochen. Früher haben wir die Dodge Durango RT gestapelt. Da hat man eigentlich nicht mehr gewusst, wo man die ganzen Autos hinstellt. Heutzutage ist es eine Rarität, USA ausverkauft, Kanada ausverkauft. Also tatsächlich sind auf diesem RT Wartezeiten drauf. Wir haben, ich glaube, 10 Stück gekauft. Das ist der Rest. Ich glaube, wir haben noch 3 Stück. Dann wird es in der nächsten Zeit auch kein Fahrzeug geben. Dodge Durango SRT Hellcat. We'll be right back.
ein mega cooles Auto, hat richtig Leistung, Produktion eingestellt, man kann keine Autos mehr bestellen. Also wir haben jetzt tatsächlich noch einen in Silber und dann ist der Deckel drauf und zu, und dann gibt es kein Auto mehr. Bei uns in Deutschland auch eine Rarität, ein Chevrolet Blazer RS, Allrad, 3,6 Liter, 310 PS für 59,9. Also mit dem Auto kann man sich tatsächlich sehen lassen, ist auch der letzte. Wenn wir den jetzt nachkaufen würden, kostet so ein Auto sicher 5.000, 6.000 Euro mehr durch die Dollarschwankungen. Also wer noch ein schönes Auto will, steht hier. Die REM-Situation hat sich nicht geändert. Wir bekommen einige Fahrzeuge. Jetzt kommen auch ein paar Limiteds in verschiedenen Farben, verschiedenen Zubehörausstattungen. Das ist zum Beispiel ein Limited mit REM-Boxen, E-Torque. Das heißt, es sind zwei Elektromotoren auf der Vorderachse, die beim Losfahren das Ganze unterstützen. Spart man sich natürlich auch Sprit beim Losfahren. Voll ausgestattetes Auto, kostet 86,9, das ist der letzte. Die Ford-Situation ist natürlich auch nicht schön. Also wir warten eigentlich tatsächlich auf den F-150 Lightning. Mega viel Anfragen von Ford, kommt keine Ansage, wie es weitergeht. Das ist noch ein F-150 mit einem 3,5 Liter EcoBoost Motor, ist ein Drehmoor. Es ist ein bisschen höher gelegtes Auto, hat schöne Räder drauf, also so Richtung Offroad. Haben wir noch ein Fahrzeug da. Das ist ein Chevrolet Silverado 1500 mit dem 3 Liter Diesel Duramax Motor. Die Autos sind in USA, Kanada, Mexiko absolute Raritäten, bei uns auch. Wir haben ein paar Fahrzeuge da, wir haben ein paar Fahrzeuge im Vorlauf, also mit High Country, mit der RST-Ausstattung, GMC Sierra haben wir auch in verschiedenen Ausstattungen, teilweise da, teilweise unterwegs. Ein mega gutes Auto, gnadenlos niedriger Spritverbrauch. Das wäre zum Beispiel für mich jetzt so ein Favorit zum Hängerziehen, zum viel Transportieren. Aber leider halt auch sind ausgewählte Autos, das ist tatsächlich ausverkauft. Hier haben wir schon die erste Revolux-Kabine für den Dodge Ram. Das erste Mal in dem grauen Design, stelle ich euch aber im nächsten Video vor, im Zusammenhang mit dem Gladiator. Und da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, weil die Kabine hat alles drin, was man braucht, und die möchte ich euch genau erklären. Also meine schöne 67er Corvette steht nicht da zum Verkaufen. Sie wird jetzt vorbereitet für das Solotyt-Rennen im Juli. Könnt ihr gern hinkommen, anschauen. Wir sind dort. Sind coole Autos angemeldet. Wir natürlich auch mit unserem 9 Liter Hubraumteil. Mega Krach, mega Leistung. Cooles Auto. Freue mich schon drauf. Weil Solotyt, das muss man mitfahren. Wie im Ausstellungsraum schon besprochen, das ist jetzt auch ein Chevrolet Silverado RST mit einem Z71 Fahrwerkspaket drin, lange Ladefläche, Crew Cab, also das Auto ist komplett einsetzbar, auch wie ein Dodge Ram, und er hat einen Vorteil, der 3 Liter Dieselmotor ist ein richtig sparsamer Motor, der wird inzwischen auch im Tahoe, Suburban und im Escalade und in verschiedenen GMC verbaut. Also ist ein mega guter Motor. Wir haben bis heute keine Schäden gehabt. Die laufen und laufen und laufen und brauchen wenig Diesel. 2003 bis 2009 war ich selber im absoluten Hammerfieber. Das ist wieder eine Rarität. Das ist ein SUT. Das ist ein Pickup. Das ist einer der letzten Baujahre. Schon mit dem neuen Armaturenbrett, mit dem neuen Motor, neues Getriebe. Schönes Auto, vielleicht habt ihr Interesse dran, steht hier, kostet knapp über 40. Grand Cherokee kann ich natürlich nicht auslassen. 2019, das waren die letzten mit der gängigen Abgasnorm. Da haben wir im Jahr, weiß nicht, 100 verkauft, 200 verkauft, den Trackhawk, den SRT. Jetzt kommt eine Neuauflage, das ist einer der ersten, wo wir haben, mit dem 5,7 Liter Motor. Ist ein L, lange Version, als Overland. Steht da zum Probefahren, gern vorbeikommen. Aber wir haben momentan auch nur ein Auto, aber die können wir organisieren. Ist halt nur die Frage, zu was für ein Preis. Das ist natürlich ein Hammer. Ein Wrangler Rubicon 392. Das ist ein Wahnsinn. Früher haben wir die Autos umgebaut, haben andere Motoren verpflanzt. Jetzt ist es ein Werksauto. In Schwarz schaut er langweilig aus, aber ich zeige euch im Keller eine mega coole Farbe.
Im nächsten Step gehen wir in den Keller. So, unsere Tiefgarage ist immer spannend. Hier sind Fahrzeuge, die halt auch ausgeliefert werden. C8 Cabriolet, Escalade Sport, Chevrolet Suburban, einige XT4 haben wir am Lager, würde ich aber auch in Kürze nochmal einen Bericht machen über das schöne Fahrzeug. Bronco, GMC Yukon, den Bel Air kennt ihr ja aus der Fernsehsendung, der ist zu verkaufen. Dann haben wir noch einen Dodge Hellcat, die werden ausgeliefert. Das ist auch ein Jeep umgebaut, 392, noch ein Durango Hellcat und noch einer, die sind alle zum Ausliefern. So, und jetzt kommt die heißeste Farbe überhaupt. Ich glaube, da entscheidet zu Hause die Frau, dass so ein Fahrzeug in den Haushalt gehört. 392, coole Farbe. Leider haben wir nur ein Fahrzeug bis jetzt bekommen. Bestellt sind sie, vielleicht kommt noch was. Der ist leider schon verkauft. Also was wir suchen, sind immer Pickups, Oldtimer, Youngtimer, Chevrolet, Corvette, auch Viper, Ford GTs. Wir brauchen dringend Autos, weil sonst ist der Ausstellungsraum jetzt tatsächlich bald leer, so wie im Motorradgeschäft. Wir haben noch 5 neue Motorräder. Also gebrauchte Indien-Motorräder suchen wir natürlich auch, aber der Markt ist weggefegt. Das Motorrad in Indien ist ja komplett im Rennen, darum verkauft keiner eine gebrauchte. Also wir hoffen, es geht bald wieder bergauf, weil es hat uns schon hart getroffen. Es ist die Hälfte vom Umsatz. Wir überstehen es, wir kämpfen und hoffentlich hat jemand was von euch zu verkaufen oder will auch was bestellen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und in Kürze bringen wir dann einen neuen Gladiator-Test.